In der Schwangerschaft darf man nicht alles essen und trinken, worauf man Lust hat. Tatsächlich ist auch beim Genuss bestimmter Teesorten Vorsicht geboten. Die Rede ist hierbei von bestimmten Kräutertees. Dazu zählt unter anderem auch Kamillentee. Dieser darf in der Schwangerschaft zwar ohne Bedenken, jedoch nicht grenzenlos getrunken werden. Kamillentee lindert in der Schwangerschaft Beschwerden wie Übelkeit und Magen-Darm-Probleme. Dank seiner krampflösenden und entzündungshemmenden Eigenschaften kann er auch bei Erkältungen und Schlafproblemen helfen. Auch bei Blähungen kann der Tee eingesetzt werden oder gegen Sodbrennen. Gerade Sodbrennen tritt vor allem in den letzten Schwangerschaftswochen häufiger auf. Tee aus der Kamille enthält, anders als andere Sorten, kein Koffein, weshalb er besonders beruhigend wirkt. Dennoch sollte man es mit dem Verzehr nicht übertreiben. Die ideale Menge, die Schwangere bedenkenlos trinken können, liegt bei 1 bis 3 Tassen Kamillentee am Tag. Grund dafür ist die potenzielle Schadstoffbelastung, von der vor allem Kräutertees aus Kamille, Pfefferminze oder Fenchel betroffen sind. Bereits beim Anbau werden auf kommerziellen Feldern Pestizide verwendet. So kann das Pflanzengift vom Feld in der Tasse landen.